dürfte seine sein. Aber gut, Tief habe ich verpasst, das weiß ich auch. Und Barrett habe ich keine Ahnung. Und bei Eris weiß ich es auch nicht, ob die überhaupt eine hat oder schon dabei hat. Ich glaube, die hat schon so viel, die hat bestimmt schon ihre beste Waffe dabei gehabt. Doch, denke ich schon. Und wir haben... schade. Tatsächlich nichts. Und da warten sie auf mich. Schade. Das ist natürlich schade. Wäre cool gewesen, sowas hier zu haben. Eine tolle Waffe, wie quasi der AP-Kollektor im Original, den man ja auch verpassen konnte bei Barrett, wenn man da nicht mit ihm in der Gruppe unterwegs war. Im letzten Raid auf Midgar. Oh, nichts weiter dabei. War nicht zu erwarten. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wie es weitergeht. So im Detail. Speichervorgang. Alles okay? Hubschrauber abknallen. Kufus kommt. Und wo ist er? Abgehauen. Abgesprungen. Das sollten wir wohl besser auch tun. Lass doch die Brille weg, Mensch. Sieht besser aus ohne. Ah! Ich bin ein Wahrsager! Rufus! So viel dazu. Aber die Geister sind immer noch da. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Rufus. Der sieht ja fesch jung aus. Man kennt ihn ja bloß aus Advent Children animiert. Der Sohn des Da sah er ein bisschen fettig aus. Aber er hat ein cooles Outfit. Das ist doch. Das hat schon fast ein bisschen was von. Ach, wie hieß er noch gleich? Helsing, der Priester. Ich habe seinen Namen vergessen. Vom Outfit her. Wobei, der hat nicht sowas eigentlich. Aber er sieht voll cool aus gerade, das Gebänzel da unten. Das ist mehr als im Original. Da war es halt bloß ein Mantel. Hier ist richtig so Gothic-Style nur in Weiß. Finde ich voll geil. Sieht super aus. Übertrieben, aber sieht gut aus. Nein. Hä? Bist du verrückt? Wir können Shinra den Chaos machen. Bring Aeris nach Hause. Ach ja, stimmt. Da kommt noch so ein Bosskampf gleich. Also, nicht nur das Offensichtliche, sondern auch nachher im... Ich halte ihn auf. Aufzug. Barrett. Geh schon. Aber keine Ansprache von Rufus? Bitte. Schade. Habe ich mir trotzdem erhofft. Gehört dazu eigentlich. Also gut. Aber beeil dich, okay? Geh, lass ihn einfach laufen jetzt, ja? Weil die haben ja alle Knarren gezückt und so. Die könnten ja einfach ballern und sagen, ist nicht. Aber ist nicht. Ja, echt, alles laufen lassen. Hätte treffen können, Mensch. Komm, Ansprache. Du Ansprache. Bist also ein Soldat? Die Stimme geht nicht. Das macht mich quasi zu deinem Vorgesetzten. Ich war ein Soldat. Die Zeit ist vorbei. Lasst keinen entkommen. Ach, der viel komische Stimme, Alter. Also zum Teil haben sie echt B-Movie-Sprecher geholt in der deutschen Synchro. Das gibt's doch gar nicht. Bleiben wir zwei. Das passt doch gar nicht zu ihm. Jetzt werd bloß nicht kleinlich. Vor allem mal seine... Ich überleg gerade. Ich habe gerade seine japanische Synchro-Stimme im Kopf für Advent Children, aber er wurde ja auch im Deutschen von einem anderen gesprochen. Das passt da auch ganz gut. Die war auch tiefer, nicht so ein Kind. Bringen wir es hinter uns. Muss man nicht verstehen, oder? Darkstar. Was für ein Name. Nein! Was? Au! Ah! Wie? Aber ich find's ja interessant, dass er... Au! Oh, Mann! Ach, willst du mich verarschen? Wieder so ein Kackkampf hier. Wo nichts machen kann. Ja, natürlich. Au! Oh, komm schon. Jetzt aber. Nicht schlecht. Ja, ich will's doch meinen.
Ich meine, im Original nicht. Ich meine, per se hätte es sehen müssen, dass ich Soldier bin. Oder zumindest, das war wahr, an der Uniform. Weil ist ja mal ein schönerer Typi. Aber hier erwähnt er es explizit. Das heißt, es ist absolut klar, gegen wen er kämpft. Und dass er dann trotzdem gegen mich kämpft, ist ja halt die Frage. Wie kann man denn so hohl sein und das würde ich versuchen als normaler Mensch? Und Rufus ist ein normaler Mensch. Eigentlich. Ist das für dich bloß ein Spiel? Ich meine das todernst. Und so soll's auch sein. Was nun los? 2 Münzen? Also hier hat er mehr drauf als normaler Mensch. Eindeutig. Was zum... Danke. Ja, der ist cool gemacht, der Typ. Muss man, das darf man mal sagen, fairerweise. Aber krasser, als er eigentlich sein dürfte. Zumal, ganz ehrlich, im normalen Spiel... Oh, Mann. Im Originalspiel... Da mache ich kurzen Stress mit dem und vor allem auch, wenn ich ja meine Meteorschau hinabregnen lasse, weil das habe ich normalerweise da schon an der Stelle des Spiels. Ist halt ruckzuck... Oh, Mann, ey, ich komme gar nicht zu irgendwas. Guck zur Geschichte, der Typ. Erstmal das hier, dann mal regeln, würde ich sagen. Nimm mir zu viel Schaden gerade einfach. Oh Mann. Aber der war doch schon quasi tot, der Hund. Ich dachte, die ist Black Star oder Black Dog oder so im Original, aber nicht Dark Star. Wenn überhaupt das so geheißen, weil ich weiß gar nicht genau. So. Ich meine, er ist cool inszeniert, der Bosskampf und so, aber unverhältnismäßig, finde ich. Aber fürs Remake brauchte man natürlich eine Art Showdown für diese Stelle des Spiegels. Und sonst gab es ja weiter nichts. Und da wäre so ein publiker Bosskampf wie im Original lächerlich. Endlich ein richtiges Duell. Das ist immer noch zuversichtlich, das gibt's doch gar nicht. Was? Hast du dich gerade mit Antrieb beschossen oder was war das hier für ein Quatsch? Du machst also endlich ernst. Du kannst dich geehrt fühlen. Komm schon. Zwecklos. Halt ihn, Sappel und Verrecke. Au. Was hab ich gesagt? Oh Mann, oh. Konnte der mich gerade, was ist das hier? Hätte ich mal Uke no Gashi drin hier, die mit Tita, aber hab ich ja nicht. Wie, was ist du los? Komm schon. Ich bin ja dabei. Au, ja, Tatsache, der konnte mich einfach, ne? Nein! Oh, dass meine Angriffe ständig gekontert werden und abgehalten und er selbst angreifen darf, das ist nicht in Ordnung. Das Kampfsystem ist in der... Was soll ich machen an der Stelle? Ich muss irgendwie angreifen, um meinen ATB-Balken zu füllen. Und das geht nicht, weil er ausreichend kontert. Was soll der Mist? Vielleicht werde ich das schon wieder ausgedacht. Ganz ehrlich, das ist doch total kokolobisch. Da, schon wieder. Ich greife einmal an, werde gekontert. Ich kann dagegen nichts tun. Und sonst ist mein ATB total langsam auf. Zu langsam. Das ist doch dämlich gemacht, ganz ehrlich. Was ist denn das? Oh, echt jetzt? Ich brauche so lange, meine scheiß Attacke auszuführen und er hat so viel Zeit, mich zu kontern und ich kann ihn nicht kontern bei sowas. Meine, könnte ich im Gegenzug seine Attacke kontern, was ich glaube ich nicht kann. Wäre es alles halb so schlimm, was geht ja so, weil ich weiß einfach nicht in dem Spiel. Oh, ich habe doch geblockt gerade, was soll denn das? Nur kein Übermut. Nein, nein, ich doch nicht. Kommt auch keine Schockleisen, die steigt oder so, ne? Auch noch so ein Ding. Da haben wir dieses tolle Schockleisensystem und es. Er hat keine. Ich kann sie bei Bossen effektiv nicht nutzen. Das ist dumm. Langsam. Oh Mann, ey. Du hast mich erwischt. Au. Los geht's. Na, Randa, was ist los mit dir? Lästig. Ich hab dich blocken gehalten gerade. Du hast da geblockt, ich konnte mich nicht bewegen. Hab alles. Das schon wieder. Du hast mich unterschätzt. Was ist denn das? Komm schon, dann los. Ich bin hier automatisch. Hallo? Nun denn. Ja! Er ist automatisch in der Blockhaltung, ich weiß nicht warum. Oh, super. Klingenstrahl kannst du vergessen gegen ihn. Oh ja, natürlich! Wer hat sich diesen Kampf ausgedacht? Oh Leute, ehrlich, ihr gehört, wer klagt und in Gefahr. Das ist gemeingefällig schlecht gemacht schon wieder. Das kann doch nicht sein.
Mein Einsatz. Ich hab alles im Blick. Ha! Ja! Schluss jetzt. Ist alles nichts. Sie muss Limit-Attacken machen. Ob ich. Glaube ich, kann sich tun, weil ich abgebrochen werde vorher. Aber ich. Ich will dich leiden sehen! Hey, wirkungslos! Gehen wir auf die Lanze? Hey, besiegt. Mein Limit wurde nicht abgebrochen. Ich wurde angegriffen, aber ich wurde immunisiert. Hey, das sollte immer so sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt so war. Früher nicht, aber es muss immer so sein. Shinra ist womöglich Geschichte. Da irrst du gewaltig. Shinra wird widerstehen. Durch meine Hand. Original ist der mit der Knarre abgehauen und nicht ohne. Und das gab's da auch nicht. Das ist natürlich böse jetzt. Ach, ist nicht so tief. Damit kommen wir klar. Und jetzt hängen lassen, wie doof. Dann zieh dich schon rauf. Er hätte sich auch aufziehen können. Okay, rutschig und so, aber Schwert mit benutzen hat er geschafft. Aber du wirst noch gebraucht. So ist auch ganz nett. Du bist doch ein Held. Das heißt wiederum einen sehr coolen symbolischen Reverse-Charakter, wenn man da jetzt dagegen die Originalszene am Ende nimmt, wo er sie quasi rettet und so total gelassen dann da hängt mit ihr und sagt, oh, jetzt sehe ich das so und so, bla bla bla, sich hochzieht. Und jetzt sie hier ganz gelassen, weil er wiegt ja doch ein bisschen mehr als sie, plus das Schwert. Und man sieht gerade, dass Tifa halt einfach ein bisschen stärker ist, weil so jemanden zu halten, ne? Erwachsenen Mann mit so einem Schwert, das bestimmt allein schon, so wie er selbst wiegt, ganz letztlich mit einer Hand zu halten, das ist einfach nicht leicht. Das kriegt man nicht einfach so hin. Und ich würde sagen, die Durchschnittsfrau definitiv nicht. Und ich glaube, auch der Durchschnittsmann schafft das nicht. Es ist echt eine Belastung für den Körper, so ein Gewicht an einem Arm zu halten. Kann man sich nicht vorstellen, aber ist wirklich so. Und das war so ganz gut. Wie es wohl den anderen geht. Die lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Ich würde vorher meine Materia tauschen, vielleicht, bevor wir jetzt kämpfen. Was war das? Was nur los? Nicht wahr? Cloud! Scheiße! Hey! Wir müssen ihm helfen! Hey! Was denn? Ich habe keine Materie ausgesucht bei Barret. Vor allem sind die beiden mit der gleichen Materie bei mir unterwegs gewesen. Hätte ich vielleicht auch bedenken sollen. Aber wann hätte ich auch wechseln sollen? Ja, kurz vorm Kampf halt, ne? Ah. Alles in bester Ordnung. Was kommt kein Bosskampf mit denen? Oder doch? Barret! Die hört dich nicht. Was schon wieder? Weil du eigentlich tot sein müsstest. Ohne das Böse zu meinen. Ich mag ihn, aber. Mich nicht klein. Fix! Jesse! Tifa! Barret! Cloud! Ich hoffe, die anderen sind stolz auf mich. Bringt die Geister jetzt um? Jetzt um? Es muss jetzt. Es klang, dass er jetzt aus dem Schindlerquartier Hauptgebäude rausgeschmissen wurde. Was zum. Ihn das wiederbeleben oder nicht tot lassen machen und dann das? Warte, Menü. Alles noch dran? Menü. Ich glaube. Ja. Ich habe Menü geklickt, aber es passiert nichts. Ich will ausrüsten. Ich will ausrüsten, bitte. Ich hatte auch Menü geklickt. Das ist doch ein Scherz, oder? Papa, das ist dein Arm im Groß. Ich meine, im Original habe ich wenigstens noch mit The Red 13 kämpfen können an der Stelle. Ganz im Ernst, wir haben jetzt noch so lange hier den Red 13 so lange dabei, mit Kapitel 17, 18 auch noch wahrscheinlich. Da hätte man ihn auch noch als spielbaren Charakter einbauen können eigentlich. Oh oh. Miststück! Feuerball! Schutzschild!
Das ist für dich! Irgendwie sowas, ja. Du hast ihn aufgeladen, na vielen Dank. Er greift an. Ach, na, das hast du nicht sagst. Wir auch. Aber Menü! Okay. Aber eine Sauerei, oder? Ich habe nur gerade durch Zufall das X-Dont bemerkt. Wahrscheinlich war es vorher auch schon mal da gewesen. Ich hätte es ja fast jetzt nicht geschafft, mich auszurüsten. Also fast auch gar nicht gesehen, dass überhaupt geht das Ganze. Aber wenn ich jetzt... Kann ja sein, dass ich auch so oder so hier reingekommen wäre. Weil da war ja der Punkt gewesen unten. Das muss das bewirkt haben eigentlich. Das wäre ja schön gemeint und ekelhaft. Hast du... Nee, hast du nicht.